Diese Stadt heißt übrigens nicht Neckarsulm, sondern Neckarsulm, da hier die Sulm in den Neckar mündet. Im Übrigen ist Neckarsulm eine Stadt, die in vielerlei Hinsicht an der Sonne liegt. Zum Beispiel gibt es hier mehr Arbeitsplätze als Einwohner. Der Wandel vom Weinbaustädtchen zum Industriestandort erster Güte ist vollzogen. Und das, was hier etwa in Sachen Solarenergie seit Jahren gelebt wird, hat Weltklasse. Ich denke, das Besondere in Neckarsulm ist vor allem, dass wir so relativ früh schon begonnen haben, nämlich schon 1990, Anfang der 90er Jahre. Und wir haben erste Versuche gemacht auf der Lernkurve, die man gehen muss, wenn man sich mit regenerativer Energie auseinandersetzt. Wir haben damals erste Solarkollektoren installiert, haben alternative Heizsysteme eingebaut, haben einen Langzeiterdsondenspeicher gebaut und eine ganze Siedlung mit der Sonne beheizt, zu 50%. Die Rede ist vom spektakulärsten Projekt der hiesigen Gesamtstrategie, der Solarsiedlung Amorbach, die schon am Ortseingang auf die bevorzugte Energiequelle verweist. Gut 6500 Quadratmeter Sonnenkollektoren wurden hier durch die Stadt installiert. Die Anlagen sind Eigentum der Stadt und werden von den Stadtwerken betrieben und gewartet. Und zwar sowohl auf privaten wie auf öffentlichen Dächern. Die solare Wärme wird in einem Erdsondenspeicher für die kalte Jahreszeit gepuffert. Der Speicher verfügt über gewaltige 65.000 Kubikmeter Speichermasse. Der CO2-Ausstoß wurde dadurch um 80% reduziert. In Neckarsulm werden alle städtischen Neubauten, wie etwa die Volkshochschule, mit zukunftsweisenden Energiekonzepten ausgestattet. Das Gleiche gilt für den Neubau oder die Sanierung von Schulen. Die umfänglichen Solarmaßnahmen in Neckarsulm haben der 27.000 Einwohner zählenden Stadt schon 5-mal den Meistertitel in der deutschen Solarbundesliga beschert. Und trotz einer scheinbaren Konzentration auf das Thema Solarenergie werden andere Themen durchaus mitbedacht und entwickelt. Der Energiemix ist das Hauptthema, das uns beschäftigt. Denn wir müssen versuchen, alle regenerativen Energien einzusetzen, die wir einsetzen können, um den Energiewandel zu schaffen. Es kann nicht eine regenerative, zum Beispiel Solar oder Biomasse, es müssen alle sein. Von der Wasserkraft bis zur Brennstoffzelle muss alles genutzt werden. Und das ist unser Ansatz in Neckarsulm. Wir wollen in einer Bandbreite der Möglichkeiten zeigen, wohin der Weg Solar geht, denn letztlich ist jede regenerative Energie eine solare Energie. Die Errichtung eines Biomassekraftwerks war eine der Konsequenzen aus diesem Ansatz. Denn eine regenerative Energieversorgung sollte schließlich auch in Gewerbegebieten umgesetzt werden. In einem Jahr können hier an die 50.000 Schüttkubikmeter Holzhackschnitzel aus heimischer Produktion verbrannt werden. Dadurch spart man in Neckarsulm über 3 Millionen Liter Heizöl jährlich und vermeidet so rund 10.000 Tonnen CO2-Emissionen. Diese Optimierung der CO2-Bilanz geschieht im Großen ebenso wie im Kleinen. Denn natürlich ist auch das Heizen mit Holzpellets ein Baustein zum aktiven Klimaschutz und zur Ressourcenschonung. Alle Technologien, um die es geht bei der regenerativen Energie, sind weitestgehend entwickelt. Ausentwickelt. Wir müssen sie nur einsetzen. Und deswegen meine Botschaft: Hört auf zu reden, kommt zum Handeln, jeder auf seinem Gebiet. Achtet auf eure Verantwortung, die wir den künftigen Generationen gegenüber haben. Neckarsulm ist beispielgebend für ein integriertes und ganzheitliches Energiekonzept auf dem Weg ins Solarzeitalter.